Hey, heute möchte ich euch endlich etwas mehr über dieses Event in Ägypten berichten, was ich ja auch bereits angekündigt habe und wonach mich auch etliche von euch immer wieder gefragt haben, weil sie schon gemerkt haben, ja, da ist vielleicht ein Interesse, aber ich weiß da noch zu wenig drüber und ich habe auch nicht unbedingt die Zeit, das jetzt alles durchweg mir zu erarbeiten oder ich kann nicht genug Englisch oder nicht genug Spanisch. Weil die Fundación und Matthias de Stefano, der diese Fundación, also diese Stiftung gegründet hat, eben das ganze Event in Spanisch und Englisch abhalten. Vorneweg, das, was ich hier heute anbiete, ist ein extrem zusammengekürzter, kompakter Überblick, der eigentlich eher dazu dient, den Verstand das Futter zu geben, das er, nachdem er verlangt, aber eigentlich geht es darum, ob du eine Resonanz fühlst und wenn ja, was du in dem Fall tun kannst, um dich an diesem Event auch tatsächlich zu beteiligen. Weiterhin vorneweg alle YouTube und sonstigen Weblinks, die dir dabei helfen werden, diesen kompakten Überblick zu erweitern und zwar ebenfalls auf sehr zeiteffiziente Art und Weise. All diese Links und nochmal einige Beschreibungen werden unter diesem Video in dem Text stehen. Wenn du da auf mehr Ansehen klickst, tut sich der Text auf, in dem all diese YouTube-Links und weiteren Hinweise zu finden sind. Und ich kann dir in dem Falle auch nur empfehlen, dir dieses Material noch anzuschauen. Es ist machbar, selbst wenn du nicht fühlst, dass du dich sehr tiefgehend damit beschäftigen möchtest, sondern einfach weißt, dass du dabei sein möchtest. Okay, worum geht es hier heute in diesem Video? Warum findet dieses Event statt? Warum Reaktivierung des planetaren Netzwerkes? Nun, was sind Netzwerke? Netzwerke sind Verbindungen, die ihre Informationen austauschen. Ja, und je mehr Linien sozusagen von diesem Netzwerk zusammenlaufen, desto mehr Informationen werden hier gespeichert. Ja. Und Netzwerke gibt es überall. Es gibt unser neuronales Netzwerk, es gibt die gesamten Netzwerke, die unseren Körper durchziehen, Blutbahnen, Nerven, alles Mögliche. Es gibt Netzwerke in der Natur, überall. Bäume unterhalten sich, der eine Baum sagt dem anderen, dass er gefällt wird. Biologische, chemische Netzwerke, aber auch kulturelle Netzwerke, die sozialen Medien. Das Internet an sich ist ja ein Riesennetzwerk. Alles funktioniert nur durch Netzwerke. Alles, das ganze Leben spielt sich nur aufgrund von Netzwerken ab, sprich von Datenaustausch. Das gesamte Universum ist nur an Daten interessiert und zwar immer an neuen Daten, ja, um sich selbst immer besser von anderen Seiten und anderen Perspektiven kennenzulernen, weil ja, all das sind unterschiedliche Perspektiven, ja, die in diesen Knotenpunkten, wo sie sich treffen, zusammenlaufen. Und das ist genau der Punkt. Auch die Erde umspannt ein solches Netzwerk mit bestimmten Knotenpunkten. Und diese Knotenpunkte sind auch auf das magnetische Erdfeld ausgerichtet. Das heißt, wie einige von euch ja schon sicher mitbekommen haben, der magnetische Pol verschiebt sich gerade sehr, sehr schnell. Auch das ist kein ungewöhnlicher Prozess, dass sich die Pole verschieben, dass sie sich allerdings jetzt so schnell verschieben. Das ist durchaus ungewöhnlich. Auf jeden Fall verschiebt sich gerade der Pol von der männlichen Energie in Kanada zur weiblichen Energie, zur mütterlichen Energie in Sibirien. Und es geht darum, dass menschliche Bewusstsein, das ist einer der Gründe, das menschliche Bewusstsein wieder in Übereinstimmung mit dem neuen Nordpol zu bekommen. Ja, nicht zu verwechseln mit dem geografischen Nordpol. Der geografische Nordpol ist natürlich immer der Nordpol oben in der Arktis und immer am Südpol. An der Antarktis ist der Südpol. Ja, daran beißt die Maus hier wahrscheinlich so schnell keinen Faden ab, aber der magnetische
Pol, der verschiebt sich, weil ja das Erdinnere sich bewegt. So, das hat sich verschoben. Die Tiere kommen dem nach, die wandern. Ja. Wir Menschen bleiben auf unserem Hintern sitzen hier. Ja. Das heißt, dass wir uns von unserem Bewusstsein her einmal auch nach dem Norden ausrichten. Das ist einer der Gründe. Ein weiterer dieser Gründe ist, dass vor 12.000 Jahren dieses Netzwerk zum letzten Mal aktiviert war. Das heißt, man konnte auf die Informationen der Erde zugreifen, die Erde konnte auf die Informationen von uns zugreifen. Ja, mal ganz plastisch gesagt. Und nicht nur auf diese Informationen, sondern auch auf Informationen von anderen Planeten. Und die Fundación Asayan hat sich in den letzten Jahren damit befasst, ganz stark damit befasst, dass einerseits das äußere, sogenannte äußere Netzwerk der Erde wieder zu, also die Knotenpunkte wieder zu reaktivieren. Und zum anderen das innere Netzwerk. Also im letzten Jahr ging es sehr stark darum, dass das innere Bewusstsein wieder zu aktivieren. Und beides soll im Februar, also jetzt, wieder zusammengebracht werden. Beide Netzwerke, das Äußere und das Innere, sollen wieder zusammengebracht werden. Ein weiterer Grund ist eben auch, und die hängen natürlich alle miteinander zusammen, dass wir jetzt von einer Phase des, also in der Bewusstwerdung, ne, es geht ja immer um das Ich Bin. Ja, es geht ja um den Prozess der Bewusstwerdung, das Ich Bin. Und wir bewegen uns jetzt von einem Zeitalter, in dem das Ich im Fokus stand, das Ego, hinein in ein Zeitalter, in dem der Fokus auf dem Bin liegt. Und die Erde bewegt sich in dieses Schwingungsfeld und ist da schon, also ist da schon drin. Das heißt, es geht auch für uns darum, nun wirklich den Fokus vom Ich auf das Bin, auf das Sein, auf die Harmonie mit dem Sein, auf die Harmonie mit dem Spirit zu richten, und zwar kollektiv. Und auch dem und vor allem dem dient diese Reaktivierung des Netzwerkes. Sie dient ebenfalls dazu, nicht nur die Netzwerke hier miteinander wieder in Verbindung zu bringen, also das kollektive menschliche Bewusstsein und das Erdbewusstsein, sondern es geht eben auch darum, durch die Vernetzung dieser Informationen, des menschlichen und der Erdinformationen und Netzwerke, das in sich hochzuladen und in die höheren Sphären abzugeben und damit auf einer bestimmten Frequenz fähig zu sein, die Informationen des interplanetaren Netzwerkes, an das wir jetzt gerade nicht angeschlossen sind, weil wir noch nicht in dieser Frequenz geschwungen haben, die Frequenz herzustellen, auf der das möglich ist und die Informationen der interplanetaren Netzwerke zu empfangen. Und genau das wird in Ägypten vor allem an den Tagen in den Pyramiden passieren. Ja, aufregend, oder? Und das alles dient letzten Endes dem einen Zweck, einen bewussten Planeten mit bewussten Bewohnern zu haben. Das ist gerade sehr, sehr wichtig. Und wem das noch nicht reicht an Informationen, dem kann ich jetzt einfach noch sagen, wenn es dich interessiert, dann deshalb, weil du vor 12.000 Jahren dabei warst, als wir gesagt haben, damals in Ägypten, okay, jetzt kriegen wir es nicht hin, jetzt ist der Zug abgefahren, das wieder zu reparieren. Wir treffen uns in 12.000 Jahren wieder und wir erkennen rechtzeitig, um dafür da zu sein. Wir haben 12.000 Jahre auf dieses Event gewartet. Und das mag für einige von euch jetzt vielleicht ein bisschen spooky klingen oder ein bisschen zu weit hergeholt. Ich habe es gefühlt. Und mein Verstand, kann ich euch sagen, der rafft es bis jetzt nicht. Ja, aber in mir sagt alles ganz eindeutig,
Du bist da. Du bist dort. Und dem kann ich nur folgen. Und warum der 22.02.2022? Darauf möchte ich jetzt nicht großartig eingehen. Vielleicht nur zwei ganz kleine Stichpunkte. Einmal, wenn du es aufschreibst. 22.02.2022. Dann kannst du sehen, dass das spiegelverkehrt ist. Ja? Ja? Das ist natürlich kein Zufall, weil wir eben jetzt genau in dem Spiegelzyklus sind von vor 12.000 Jahren. Ja? Atlantis, jetzt, wenn wir so wollen. Ja, es ist genau dieses Zeitalter, es ist das Zeitalter des Aquarius, das jetzt auch für 2400 Jahre gilt. Und es ist das Spiegelzeitalter von damals. Das heißt, wir können uns ganz genau angucken, was damals passiert ist, um es jetzt anders zu machen. Was wir gerne anders machen wollen. Und das Zweite ist eben noch, dass diese Polverschiebung ein Zeitfenster hat, dass die Übereinstimmung des magnetischen Pols mit dem geografischen Pol der Erde 2021 genau übereingestimmt hat und bis Ende Februar 2022 in einem Zeitfenster, das noch mit dem geografischen Pol, mit der geografischen Achse übereinstimmt. Und deshalb muss diese Reaktivierung, ja, in diesem Zeitfenster passieren, in dem die Pole miteinander übereinstimmen, von ihrer Information, von ihrer Frequenz und von allem. Das nochmal so als ganz, ganz knapper Abriss. Es ist super, super interessant und faszinierend, aber es ist einfach, es würde den Rahmen sprengen, jetzt irgendwie das Datum näher zu behandeln. Und was genau passiert da eigentlich? Das ganze Ereignis spielt sich in den Tagen vom 19. bis 22. ab, eigentlich sogar bis 23. morgens. Aber die wichtige Zeit ist vom 19. Februar bis 22. Februar. Und alle Teilnehmenden sind in 5 Gruppen aufgeteilt, in die sie sich eben selbst einschreiben. Diese 5 Gruppen spiegeln natürlich, das ist klar, ne? Es geht um das planetare Netzwerk, es geht um die Erde, deswegen sind sie in die 5 Elemente eingeteilt, die da heißen Wasser, Feuer, Erde, Luft und Äther. Ganz kurz zu den Elementen, dann kommen wir dazu, was genau diese Elemente tun und den Ablauf an sich. Wasser ist die Bibliothek für Informationen und Daten. Das heißt, im Wasser, das Wasser ist das einzige Element, in dem zeitlos Informationen gespeichert werden können. Und da liegen sie auch. Äonen von Jahren liegen alle Informationen, auch bewusst da hineingesetzt, im Wasser, sodass sie jetzt auch für uns immer noch genauso frisch zur Verfügung stehen. Feuer entzündet die Informationen, ja, also dass die Informationen da liegen, ist ja einerseits ganz gut, aber Feuer ist das Element, das den Funken entzündet, das das Licht des Bewusstseins mit diesen Daten verbindet. Erde manifestiert diese Informationen. In der Erde werden diese Informationen manifestiert. Sie dient als Anker. Luft dehnt die Daten aus, wirbelt sie herum und bereitet sie so für den Äther vor, der diese Informationen wie ein Parfüm versprüht. Das mal ganz, ganz, ganz knapp zu dem, wie ihr euch die Elemente vorstellen müsst. Worauf ich jetzt gleich noch etwas näher eingehe, an späterer Stelle
ist das Element Äther, weil das die Gruppe für die Leute ist, die zwar teilnehmen möchten, aber nicht vor Ort sein möchten, was ohnehin wahrscheinlich langsam etwas eng werden wird mit Visum und so weiter, sondern online. Also ein besonderer Fokus ist heute hier auf die Gruppe des Äther gelegt. Gut. Doch zunächst einmal kurz, wie kann ich mir den Ablauf vom 19. bis 22.02. vorstellen? Was passiert da genau? So, diese Gruppen, diese Elemente widerspiegeln. Ja? Das sind insgesamt 45 Gruppen, a 32 Menschen plus einen Koordinator. Diese 32 Menschen innerhalb jeweils einer dieser 45 Gruppen haben jeweils einen Knotenpunkt, der ausgelost wurde, und repräsentieren einen Knotenpunkt. Das heißt, es gibt 32 Knotenpunkte der Erde, auf die wir uns hier konzentrieren und die reaktiviert werden sollen. Das heißt, es gibt 45 Repräsentatoren eines Knotenpunktes und das 32 Mal. Ja, dieser Knotenpunkt wiederum wird in drei Aspekten repräsentiert. Das heißt, diese 45 Gruppen teilen sich in 15 mal drei Aspektgruppen ein. Ein Aspekt, eine Gruppe stellt damit den physischen Aspekt eines solchen Netzpunktes, eines solchen Knotenpunktes dar, eine andere den emotionalen oder auch seelischen Aspekt eines Knotenpunktes und der dritte Aspekt ist der Spirit dieses Knotenpunktes. Jeder Knotenpunkt hat also einen physischen, einen seelischen und einen spirituellen Aspekt, was auch gleichzeitig zusammenhängt mit, also Materie ist Vergangenheit, Seele ist Gegenwart und Spirit Zukunft. Ja, das heißt, innerhalb dessen sind Zeit und Raum berücksichtigt als Information. Das heißt, wir bringen uns als Knotenpunkt, also wir sind ja selbst auch ein Knotenpunkt, ja, wir haben ja auch ganz viele Informationen in uns, wir bringen uns komplett mit dem für uns ausgesuchten Knotenpunkt in Übereinstimmung, vollkommen. Wir haben jetzt gerade 40 Tage, wo wir uns mit allen möglichen Aspekten unseres Knotenpunktes beschäftigen, der Erde, und komplett eins damit werden, sodass wir diesen Knotenpunkt dann tatsächlich in der Pyramide repräsentieren können. Das ist allerdings nur Aufgabe der Gruppe Wasser und Feuer. Alle anderen arbeiten dann mit dem, was Wasser und Feuer ihnen an Informationen geben. Okay, das mal ein ganz kurzer Abriss. Also, ja, diese Knotenpunkte der Erde, das sind dann 32 insgesamt, und jeder Knotenpunkt ist durch 45 Leute insgesamt repräsentiert in der Anzahl all der Teilnehmer und innerhalb dessen wiederum der physische, der seelische und der spirituelle Aspekt dieses Knotenpunktes. Ja, mein Knotenpunkt ist zum Beispiel ganz hier unten, was ich sehr cool finde. Es ist der einzige Knotenpunkt, der wirklich mit keinem Land in Verbindung zu bringen ist. Es ist purer Ozean, und zwar das Südpolarmeer. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ich verschmelze gerade vollkommen mit diesem Punkt. Okay, nun würde ich gerne mehr zu dem Event sagen und warum es denn eigentlich um Ägypten geht.